Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht es um eine ganz, ganz kreative App. Schaut euch das mal an. Wollt ihr auch so viele QuickTiles auf einmal haben? Wollt ihr auch solch eine Multitasking-Übersicht? Und ganz wichtig, wollt ihr solch eine Tastatur haben, die solche Farben beherbergt, die solche Farben aufruft? Dann bleibt unbedingt dran und all das ermöglicht nämlich diese App hier. Die nennt sich GoodLock und ist zu finden im Galaxy Store. Passt auf, wenn wir in der Suche eingeben GoodLock, dann taucht die bereits auf und ihr seht es, ich habe sie bereits installiert. Ne? Ist eine ganz legale App im Galaxy Store. Also, wir gehen hin und öffnen diese App und jetzt passt mal auf, was da steht. Redesign your Galaxy. Und der Name ist Programm. Denn diese App macht genau das. GoodLock, Redesign Your Galaxy. Wir sehen hier jetzt, hier unten haben wir zwei Reiter. Einmal Unit, einmal Family. Wir beginnen mal mit Unit und wir sehen, wir haben hier acht Module. Ne? Lockstar, Quickstar, Task Changer, Clockface, Multistar, Nowstar, HomeUp und Notistar. Und auf der Family-Seite haben wir auch wieder 8 Module. Die nennen sich Keys Café, Fantastic, Wonderland, Theme Park, Nice Catch, One Hand Operation Plus, Edge Touch und Sound Assistant. Jetzt passt mal auf. One Hand Operation Plus, das ist eine App, die gehört jetzt hier dazu, habe ich euch bereits gezeigt. Damit können wir hier solche Aktionen durchführen. Ne? Ihr kennt es bereits. Und Edge Touch kennt ihr auch, das ist die App, die verhindert, dass wir hier versehentlich Berührungseingaben tätigen. So, den Beginn heute macht das Modul Nowstar. Grüße gehen an dich raus, bin Dominik, du weißt Bescheid. Du hast dir gewünscht, dass ich als erstes dieses Modul hier zeige, Nowstar. Also bedeutet so viel wie Navigation Star. Ne? Wir klicken einmal drauf und es öffnet sich folgendes Fenster. Wir sehen es, Nowstar ist bereits aktiviert. Man kann es hier oben deaktivieren bzw. aktivieren. Hier unten können wir sehen New Configuration, dazu kommen wir gleich. Und hier haben wir einige Presets. Passt mal auf, was dann passiert hier unten. Die Symbole ändern sich nämlich. Ihr könnt jetzt genauso gut das hier wählen oder das hier. Oder das, ihr habt verstanden, worum es geht. Und es gibt wirklich einige davon. Ne? Hier haben wir nochmal eine Leiste mit einer Katze, mit einem Hund und so weiter. Können wir gleich alles noch verändern. Und hier unten haben wir nochmal eine Option, Show and Hide Button. Das heißt, wenn wir das anklicken, dann können wir diese Leiste auch ausblenden. Pass mal auf, ich kann sie wieder reinholen. So, und die wird automatisch wieder runter. Und des Weiteren haben wir die Möglichkeit Show on Homescreen, ne, so dass die Leiste auf dem Homescreen immer angezeigt wird. Passt auf, wenn wir jetzt mal zurückgehen, wird diese Leiste immer angezeigt. Und wenn wir uns in Apps befinden, beispielsweise ist sie ausgeblendet und wir müssten hochwischen, um diese Leiste hervorzuholen. So, das ist die Möglichkeit, die Navigation mit den altbekannten drei Buttons zu realisieren. Ich hatte euch ja noch versprochen, hier reinzugehen. New Configuration. Wir haben hier oben die Vorschau. Passt mal auf. Wir können auch den Hintergrund verändern. Dunkelgrau, Flieder, Grün, ja, so eine Art Orange, Rot, Rosa, Pink, ja, und so ein Braun, sowas Bräunliches. Das ist eine Vorschau. Und hier steht Background Color. Wir können auch das Layout verändern. Das heißt, das ist das Standard-Layout. Wir können es aber auch rechtsbündig, linksbündig oder sogar, und jetzt passt auf, das ist klasse, wir können sogar Buttons hinzufügen. Nehmen wir an, wir möchten oder wir benutzen oft die Kamera. Dann können wir jetzt das Kamera-Button dazu holen. Ihr seht es. Oder wir benutzen ganz oft die Musiksteuerung. Können wir drauflegen und jedes Mal, wenn wir draufklicken, spielt die Musik ab oder pausiert sie. Richtig, richtig klasse.
Okay, wir resetten das Ganze, denn wir haben hier nochmal einen Reiter Icons. Okay, wir können jetzt hier hingehen und sagen, wir können jetzt hier einstellen, wie transparent das Ganze sein soll. Passt mal auf. Ziemlich transparent. Und nicht mehr transparent. Das kann man nach Belieben einstellen. Und hier können wir einstellen Adaptive Icon Colors. Dass die Farbe hier automatisch dem Hintergrund oder je nachdem, was auf dem Bildschirm gezeigt wird, sich anpasst. Können wir mal aktivieren. So. Okay. Na, das gefällt mir nicht mit dem Hochswipen. Daher deaktiviere ich das Ganze, sodass die Buttons immer angezeigt werden. Passt auf, sie sind immer da. Mal sehen, ob die Farbe sich auch ändert, wenn wir runterscrollen. Nein, nicht wirklich. Okay, das ist die Navigation bzw. die Steuerung mit den drei Buttons. Aber es gibt ja jetzt auch die Swipe-Navigation und das haben wir hier. Passt auf, lasst uns das mal aktivieren. Hier kriegen wir jetzt einen Hinweis. Den Klick bestätigen wir mit OK und kommen in die normalen Einstellungen und müssen hier Streichgesten auswählen. Ihr seht, die drei Buttons sind weg und unser Balken ist da, den wir streichen können. So, wir gehen nochmal in Navsa rein, denn wir haben jetzt hier auch einige Optionen. Die erste Option, die sagt uns Transparent Hint. So, was meinen Sie damit? Passt mal auf, dieser Balken, der ist jetzt die ganze Zeit hier ersichtlich. Und wenn wir jetzt in Apps gehen, die diesen Balken nicht unterstützen, wie beispielsweise YouTube Studio, passt mal auf. Schaut mal, wie dumm das realisiert ist, ne? Ich benutze jetzt hier das dunkle Design, aber ausgerechnet der untere Bereich wird weiß dargestellt, nur damit wir diesen Swipe-Balken erkennen können. Das ist nicht gut. Das ist designtechnisch eine Katastrophe. Seht euch das mal an. Alles schwarz, dunkel und dann hier so ein weißer Balken. Und genau das kann man jetzt mit dieser App Transparent Hint korrigieren. Passt auf. Tada, und so muss es sein, normalerweise, von Werk aus. Aber ihr kennt es ja, Apps müssen angepasst werden. So. Diese Einstellung lassen wir aktiviert. Dann haben wir als nächstes Back Gesture Sensitivity. Wir können jetzt hier den Bereich auswählen, beziehungsweise vergrößern oder verkleinern. Ihr seht das an dem blauen Balken. Wie sensitiv denn der linke Bereich und der rechte Bereich auf die Eingaben sein sollen, ne? Ob ich jetzt hier swipen kann oder ob ich wirklich an den Rand gehen muss. So, dann haben wir jetzt hier Gesture Handle. Wir können sogar diesen Balken hier anpassen. Dazu aktivieren wir das Ganze. Wir können jetzt hingehen und sagen, ihr seht es bereits, er ist rot. Wir können die Breite verändern. Ne? Jetzt ist es breit, jetzt ist es weniger breit. Ich mache es lieber ein bisschen breiter, sodass ich mehr Fläche habe. Und wir können die Farbe ändern. Ne? Wenn ich Lust auf was Gelbes habe oder was Dunkelblaues, Hellblau, Babyblau, Rot, je nachdem, ihr wisst, was ich meine. So sieht es aus. Und dann haben wir hier nur noch die Option, das Ganze zurückzusetzen. Aber ich habe mich ja so sehr an die Gestennavigation gewöhnt, dass ich das bei der Geste hier belasse. Die Farbe werde ich später wieder ändern. Aber ihr habt gesehen, was alles möglich ist. Und der Name dieser App bzw. dieses Moduls ist wirklich Programm Redesign Your Galaxy. Es ist absolut genial, was man damit alles machen kann. Das war das erste Modul. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.